verrückten Rehchen. Ich bin dann wieder mal alleine vor der Kamera, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wie haben wir denn heute den 12? 10, ja, den 12, 10. Und wir packen diesmal zuerst die Süßigkeiten aus. Ja, war jetzt ein spannendes Ball. Ich hab's geahnt. Und zwar do-it-yourself. Und ich finde das auch ganz gut, weil ich habe nämlich eine super, mega geile Idee. Und es ist ein super Geschenk für die Mutti, für die Oma oder einfach für jemanden, der gerne kocht, backt, bäckt. Egal, ich zeig's euch. So, bevor ich jetzt anfange, bitte ignoriert die Seite. Ich habe jetzt einfach gerade mal alles mal hingeschoben. Und zwar, ich habe im Internet gesehen, man kann Vanillezucker selber machen. Huh, wusste ich gar nicht. An sich schon mal eine mega geile Idee, aber ich habe noch was viel Besseres und zwar Himbeerzucker. Aha. Ich meine, das hört sich mega kompliziert an, aber ist es gar nicht. Ihr braucht nur Zucker, getrocknete Himbeeren. Ich meine, ihr könnt da glaube ich auch andere Früchte nehmen. Getrocknete Bananen oder Bananenzucker, getrocknete Erdbeeren, Erdbeerzucker, ist ja scheißegal. Äpfel, Apfelzucker, so ein Pürier-Quatsch zum Pürieren und ein Gefäß, wo ihr es dann reinmachen wollt zum Verschenken. So, als allererstes müssen wir natürlich diese Himbeeren irgendwie klein kriegen, deswegen mache ich sie in so ein komisches Gefäß hier rein. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon brauchen, ich mache erstmal nur so viel. Ich habe das Ding noch nie probiert, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay, ich glaube, wir sind schon fertig. Also es ging echt recht schnell. Ja, guck mal. Schön verpulverisiert, oder wie das heißt. So, jetzt kippen wir mal den Zucker, den wir reinmachen wollen, in eine Schüssel. Und das Zeug auch. Das Pulver. Und jetzt heißt es rühren, 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 rühren. So, im Prinzip war es das auch schon. Ich finde einfach, das geht mega schnell und ist mega einfach. Und ich koste mal. Boah, schmeckt wirklich gut, ne? Eigentlich brauchst du nur heißes Wasser zu machen und dann hast du Himbeertee. Süßen. Es schmeckt wirklich gut. Ich finde die Idee ist einfach mega süß und das sieht total gut aus. Und wenn ich jetzt alles in so einem Gefäß kippe, so in einem Gefäß finde ich, das sieht das auch mega schön aus. So, jetzt habe ich noch einen Deckel drauf gemacht und ich finde, das sieht so schon mega geil aus. Jetzt mache ich hier vorne noch einen Sticker rauf, eine Schleife rum. Und ich werde, glaube ich, so ein kleines Ding mit Himbeerzucker auch in den Schrank stellen, weil es schmeckt wirklich lecker und ist total easy. Und für Tee und Gebackenes ist es mega geil. Hallo! Und wie gesagt, du kannst halt eben auch, du musst ja keine Himbeeren nehmen, du kannst auch Äpfel nehmen, getrocknete Bananen, getrocknete Erdbeeren, getrocknete Kirschen, gibt's das? Keine Ahnung, getrocknete Mangos, gibt ja sowas überall. Ich glaube, auf dem Weihnachtsmarkt gibt es sogar, glaube ich, gerade solche Stände, die getrocknete Zeug verkaufen. Zumindest ist es bei uns in Berlin so. Macht es einfach, wirklich. Das kommt super gut an, super easy und es ist selbstgemacht. Hallo, was immer mehr. So, ich habe auf jeden Fall noch weitere geile Geschenkideen, aber ich wollte das nicht alles in einem Video pressen. Deswegen mache ich ein paar mehr Videos draus, weil viele geschrieben haben. Ich habe ja gestern gefragt, was wollt ihr mehr? Unterhaltung, Do-it-yourself oder Rezepte? Und viele haben wirklich geschrieben, sie möchten mehr Do-it-yourself, weil jetzt eben Weihnachten kommt. Ihr braucht Geschenkideen. Ihr wisst nicht, was ihr euren Verwandten, Freunden, Familie schenken wollt. Deswegen, ich mache jetzt mehr Do-it-yourself-Videos. Das heißt, wir müssen unser Kalender ein kleines bisschen abändern. Wir müssen da wahrscheinlich neue Rollen machen und reinmachen, damit mehr Do-it-yourself drin ist als Unterhaltung. Aber ist nicht so schlimm. Ihr werdet auf jeden Fall trotzdem unterhalten und wie gesagt, macht es nach. Das ist geil. Viel Spaß dabei. Bis morgen.